Ich glaube, so schnell hört es nicht auf zu regnen. Ich wollte eigentlich ein bisschen grillen. Ihr seht das hier, für mich gibt es auch nicht die Grillsaison, sondern für mich ist eigentlich Grillen das ganze Jahr über, so wie es passt gerade. Und ich grille auch mit Holzkohle eher als mit Gas. Es gibt ja auch so zwei Philosophien, oder man sagt ja, die einen eher mit Gas, die anderen mit Holzkohle. Obwohl, ich muss da nochmal was auffüllen. Aber genau diese Philosophien vertritt ja jeder für sich selbst, sollte auch jeder meinen, wie er mag. Aber es gibt auch Systeme, da wird beides gleichzeitig gebraucht. Zwei Holzlatten, Festbrennstoff für Kamine, Öfen etc. Oder aber wenn man dieses Holz umwandelt, indem es dann Gas freigibt, sogar Brennstoff für Traktoren, so war es in den 1940er Jahren. Das waren die sogenannten Holzgas-Bulldogs, darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Wenn ich diese beiden Holzlatten in kleinere Stücke zerteilen würde, maximal Faustgröße, eher ein bisschen kleiner, dann hätte ich die ideale Größe für eine Tankfüllung, für einen Holzgasgenerator. Das nannte man auch in den 1940er Jahren Tankholz, also statt Kraftstoff gab es dann Tankholz. Die Thematik Gasmotor ist wesentlich älter als die 1940er Jahre. Um 1850 gab es die ersten Gasmotoren in der Industrie, im stationären Betrieb. Dort sollten sie nach und nach dann auch die Dampfmaschinen ablösen und die Gasmotoren wurden betrieben mit gereinigtem Gichtgas. Und Gichtgas ist ein Abfallprodukt, das entsteht im Hochofen, wenn Eisenerz zu Eisen verarbeitet wird. Und dieses Gichtgas hat man bereits um 1800 schon zu Heizzwecken eingesetzt. Und die Parallelen zwischen einem Hochofen und einem Gasgenerator, die sind nicht zu leugnen und das Funktionsprinzip ist ähnlich. Ich habe hier einmal einen Holzgasgenerator im Schnitt gezeichnet. Ihr seht, der ist doppelwandig. Ich habe einmal einen Innenbehälter und natürlich den Außenbehälter. Und hier oben über die Klappe wird dann das Holz in den Holzgasgenerator auch gefüllt. Ich mache hier mal eine andere Farbe. Hier setze ich dann das Holz rein. Da wäre dann der Bereich von dem Holz. Da gibt es eine weitere Zone. Ja, die nehme ich mal in Orange. Das ist hier, das ist die Schwelzone und dann gibt es hier unten noch eine weitere Zone, ja, die schraffiere ich vielleicht einfach mal anders. Das ist der Bereich, wo die Holzkohle generiert wird und zwar aus dem Holz. Hier unten drin ist natürlich auch Holzkohle, denn ich brauche ja ein Feuer, damit ich dann auch, ich mache das hier mal ein bisschen in Rot, ja, hier in diesem Bereich. Das ist dann die sogenannte Oxidationszone und hier habe ich dann Holzkohle drin, die dann glüht. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, von oben nach unten habe ich unterschiedliche Temperaturen. Hier in der Oxidationszone ist es mit am heißesten bis zu 1400 Grad und dann wird es nach oben hin immer ein bisschen kühler. Und hier zur Seite, ich nehme mal blau, kommt jetzt in die Oxidationsphase, kommt hier Luft hinein. Aber nicht so viel Luft, wie zur Verbrennung benötigt wird. Das heißt, ich verkohle das Holz unter Luftmangel und das Resultat ist dann natürlich, dass das nicht verbrannte Gas, was beim Verkohlen entsteht, dann freigesetzt wird und hier wird über den Bereich, hier ist eine Luftdüse und hier ist eine Luftdüse, Luft hier hineingeblasen, aber wie schon gesagt, nicht Luft genug, um dann das Holz vollständig auch zu verbrennen. Und es wird das Gas, was nicht verbrannt wird, freigesetzt und dies strömt dann, ich nehme mal wieder eine andere Farbe, gucken wir wie noch eine, ja, nehmen wir mal diese hier. Und das Gas strömt dann hier unten, also lila, hier oben an der Außenwand dann auch nach oben und hier habe ich noch vergessen zu zeichnen, da ist dann der Gasauslass
und da geht dann das Gas entsprechend raus. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, bei diesen unterschiedlichen Temperaturen oder wenn das Gas noch mitgerissen wird, ihr kennt das bestimmt vom Grill, wenn ihr da reinpustet, überall staubt es etc. Und genau das ist natürlich hier auch das Gas oder dieses Gasgemisch. Teile von dem Gas, was brennbar ist, und es sind natürlich auch viele andere Gase mit dabei, die nicht brennen können, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber mit dem Gas, was dort unten durchgerissen wird, was nach oben aufsteigt, das ist natürlich komplett verschmutzt mit lauter Partikelchen und das ist natürlich gerade auch für den Bulldog-Motor nicht so ideal. 1936 ging es dann im Hause Lanz los, die ersten Versuche, die Bulldogs dann auch mit Holzgas zu betreiben. Die Wahl fiel erstmal auf die stationären Motoren von Lanz und die kleinen Glühkopfmaschinen, also die 20 und 25 PS Bulldogs. Die 10 Liter Maschinen gab es dann ein wenig später, aber damit ist man erstmal gestartet. Das Gas-Luftgemisch wurde über den Luftklappensitz hier angesogen, in das Kurbelgehäuse geleitet und dann über die Überstromkanäle vorne in den Brennraum hinein. Und da merkte man schon relativ schnell, auf Holzgasbetrieb hatten die Maschinen schlagartig weniger Leistung, nämlich nur noch 70%. Und nach ungefähr 30 Stunden war durch dieses Gas-Luftgemisch, welches nicht sauber war, wir hatten das ja eben schon, wenn man den Grill reinpustet, dieser ganze Staub, müsst ihr euch vorstellen, war dann hier auch nach 30 Stunden im Kurbelgehäuse drin, im ganzen Motor, ungefähr 1 Zentimeter stark. Das war so sehr, sehr stark versorgt. Und da gab es dann natürlich auch Schwierigkeiten, dass der Motor nicht mehr einwandfrei funktionierte. Ich habe hier eine ausgebaute Kurbelwelle von einem 10 Liter Glühkopf Bulldog und wenn jetzt 1 cm dicker Dreck, also aus Öl und natürlich auch Kohlenstaub etc. sich im Motor ablagerte, so war dann natürlich auch die Kurbelwelle betroffen und das war oft auch Ausgangspunkt für einen kapitalen Motorschaden. Hintergrund ist dieser Ölschleudering und dieser Ölschleudering hat die Aufgabe, das Pleuellager im Betrieb des Motors dann auch zu versorgen. Das heißt, in den Ring wird im Betrieb des Motors Öl hineingegeben und durch die Rotation wird das Öl hier unten am Ölschleudering durch die Bohrung gedrückt und kommt dann hier unten am Hubzapfen wieder raus und versorgt damit das Pleuellager. Muss ich euch nicht erzählen, wenn da so viel Dreck war, nach kürzester Zeit, 1 Zentimeter dick, dann war natürlich die Bohrung sofort zu, das Pleuellager war unterversorgt und schon hatte man einen kapitalen Motorschaden, aber da gab es noch wesentlich mehr Probleme. Der Holzgasgenerator, Leichtgewicht war er auch nicht, 500 Kilo hat er voll betankt gewogen und nun war es natürlich auch die Schwierigkeit bei Lanz, wo soll jetzt so ein Kessel noch hinkonstruiert werden. Nun, die Wahl fiel eigentlich fast einheitlich auf die Front von den Bulldogs, das heißt, vor dem Bulldog wurde dann der Kessel angeflanscht, Ausnahme bildete hier der 55 PS Eilbulldog, dort wurde der Kessel hinten am Heck angebracht. Aber die Schwierigkeit lag auf der Hand, wie schon gesagt, 500 Kilo und das war dann auch die Schwierigkeit, dass der Bulldog zum Beispiel gerade die 20er und 25 PS Bulldogs kopflastig wurden, das heißt, man oder sie neigten sich zum Kippen, das Ende vom Lied war, die Frontgewichte sind zum Beispiel weggefallen oder man hat dann hinten die Ackerschiene ein wenig höher gesetzt. Dann gab es aber noch weitere Schwierigkeiten, wenn man sich jetzt hier einfach nochmal den Aufbau von dem Holzgasgenerator anschaut, dann sehen wir ja die unterschiedlichen Zonen, durch die dann das Tankholz auch wandert. Hier unten habe ich eine Klappe, um dann hier Holzkohle reinzugeben, anzuzünden, dann kommt von oben das Tankholz hier in den Holzgasgenerator hinein und dann gibt es die einzelnen Zonen, durch die das Holz dann auch den Kessel durchläuft. Ich habe hier oben die Trockenzone, dort arbeiten wir mit Temperaturen bis zu 140 Grad. Dann haben wir hier die Schwelzone, dort sind Temperaturen von 500 Grad üblich. Und je näher wir natürlich hier unten zum Herd kommen, desto höher wird die Temperatur. Und das ist hier unten in der Verkohlungszone auch. Dort liegen nämlich 700 Grad an und hier unten im Herd in der Oxidationszone bis zu 1400 Grad. Und die gehen dann hier in dem unteren Bereich wieder runter. Das ist nämlich die Reduktionszone. Dort liegen wir bei 500 Grad. Und da liegt jetzt auch die Schwierigkeit, durch den Einzylinder, durch die Vibration gab es hier beim Herd Verrüttelung, das heißt, ich hatte keine Zwischenräume mehr. Durch die komplette Vibration des Fahrzeuges vermischte sich Holzkohle und Herd. Keine Zwischenräume waren mehr da und nach ungefähr 3 Stunden wurde kaum noch Gas erzeugt. Die Leistung der Maschinen ging drastisch nach unten und nach 7 oder 8 Stunden war fast gar kein Gas mehr da, weil die Zwischenräume alle zusammengerüttelt wurden. Und da musste konstruktiv noch was geändert werden.
Um ein Zerreiben der Schichten zu vermeiden, muss der Gasgenerator möglichst stark von dem Fahrzeug auch entkoppelt werden. Wie wurde das jetzt gelöst? Ich sitze jetzt hier an einem 25 PS Bullock, der hatte nie einen Gaserzeuger, aber man kann das an ihm ganz gut zeigen. Nämlich hier an der Lampenstange oder dort, wo jetzt die Lampenstange festgemacht ist, dort saß die Schwinge für den Gasgenerator. Genauso hier unten der Vorderachswinkel. Normalerweise ist der genauso breit wie der Zylinder. Nur bei den Fahrzeugen mit Gasgenerator ist der ein wenig breiter und auf der Fläche, die hier neben dem Zylinder ist, ruhen dann zwei Federn, nämlich einmal rechts und einmal links, um dann auch den Gasgenerator abzufedern. Das ist also zum Beispiel ein Erkennungsmerkmal auch von den Gasfahrzeugen oder die ursprünglich mal einen Gasgenerator hatten. Viele sind ja danach auch umgerüstet worden. Des Weiteren, hier bei dem Fahrzeug seht ihr eine gefederte Vorderachse. Das ist bei dem Fahrzeug Sonderausstattung, ist also auf Kundenwunsch erfolgt worden. Normalerweise hat dieses Fahrzeug standardmäßig eine starre Vorderachse. Das ist bei den Fahrzeugen mit Gasgenerator anders. Um die Schwingungen besser abzufedern und auch abzudämpfen, hatten standardmäßig die Fahrzeuge, die einen Gasgenerator hatten, immer eine gefederte Vorderachse. Eine Lötlampe, je nachdem, mit welchem Gas sie befüllt ist, kann ich unterschiedliche Temperaturen oder auch Arbeiten verrichten. Es kommt also auf die Mischung an, welches Gas hier in der Lötlampe drin ist, um dann auch eine ganz bestimmte Temperatur zu erreichen. Und genauso ist das beim Holzgas auch. Holzgas ist ein Gemisch aus vielen Gasen, nehmen wir mal brennbar und nicht brennbar. Brennbare Gase sind zum Beispiel Kohlenoxid, Wasserstoff und Methan und Ethylen. Nicht brennbare sind Stickstoff und Kohlendioxid. Und es kommt natürlich so ein bisschen auch auf die Tankfüllung an, welches Holz ist getankt, welche Restfeuchtigkeit etc. Aber im Schnitt kann man sagen, es entsteht bei Holzgas ungefähr 23% Kohlenoxid, das ist brennbar, ungefähr 18% Wasserstoff, was brennbar ist, gerade mal 2% Methan und dann sind wir bei knapp 43% der brennbaren Gasen, aus denen Holzgas besteht und der Rest ist nicht entflammbar. Aufgrund der Zusammensetzung merkt man schon, dass die Zündfähigkeit von dem Holzgas gar nicht so ist, wie man vielleicht meinen könnte. Lanz arbeitete lange Zeit auch nach dem sogenannten Zweistoffverfahren. Das heißt, neben dem Holzgas wurde immer auch eine geringe Menge Kraftstoff vorne in den Zylinderkopf auch eingespritzt, um einfach dort die Zündung von dem Holzgas einzuleiten. Des Weiteren hat man natürlich an der Reinigung von dem Holzgas gearbeitet, denn die kapitalen Motorschäden, die waren ja nicht von Pappe. Das musste natürlich in der Kundschaft auch vermieden werden. Dafür gab es dann Filterpatronen, die mit Glaswolle ausgekleidet waren, um dann auch die Schwebstoffe aus dem Holzgas herauszuholen. Ab 1937 bekam Lanz den Auftrag, dann auch schrittweise auf Holzgas umzustellen und so ging die Entwicklung weiter. Aber die Problematik war immer noch mit dem Verschmutzen des Kurbelgehäuses da, auch wenn Filterpatronen vorgeschaltet wurden. Man musste sehr reinlich arbeiten. Aber dann gelang 1939, ja Anfang 1940 wirklich der Durchbruch. Es wurde nämlich die Gasschleuse erfunden. Das war ein Gemeinschaftsprodukt von der Firma Imbert, der Technischen Hochschule in Dresden und der Firma Lanz. Und durch diese Gasschleuse war es jetzt möglich geworden, dass das Kurbelgehäuse nicht verdreckt. Mit der Gasschleuse gab es aber auch unterschiedliche konstruktive Änderungen, die jetzt der Glühkopfmotor auch erfahren hat. Ich bin jetzt hier beim 10 Liter Bullock, wobei erst die 20 und 25 PS Bullocks umgestellt wurden. Und zwar gab es eine Änderung in der Luftführung bzw. in der Ausführung des Überstromkanals. Hier bei dem Bullock ist es ja so, dass vom Kurbelgehäuse aus die Luft angesogen wird und dann die frische Luft über den Überstromkanal hier vorne dann auch in den Zylinder hineingelangt. Das ist geändert worden, das heißt der Überstromkanal im Kurbelgehäuse hinten ist zugemacht worden und hier seitlich draußen wurde dann die Gasschleuse draufgesetzt, die dann innen drin mit den Einlassschlitzen auch verbunden waren. Wie sah jetzt die Gasschleuse genau aus? Gucken wir uns mal an. Hier sehen wir Gemischklappen eines 25 PS Gasbullocks. Das ist so ein kleines Kästchen, was seitlich an den Zylinder auch angeflanscht ist, angeschraubt ist. Und dahinter befinden sich die Einlassschlitze. Wenn ich die Gemischklappen verschließe, habe ich das Bild hier unten. Das heißt, dieser rechteckige Deckel verschließt die Gemischklappen und das ist der Bereich der Gasschleuse. Wie sieht das Ganze jetzt im Schema aus? Hier habe ich einmal den Gaserzeuger, dann habe ich hier einen Vorreiniger. Von da aus geht es in den ersten Absatzbehälter, also auch einen weiteren Reiniger zum zweiten Absatzbehälter. Und ihr seht schon, das ist ein Riesenaufwand, auch das Gas vorzureinigen, aber das ist bei weitem noch nicht alles. Von da aus geht es in den Gaskühler hinein.
hinein, da wird das Gas runtergekühlt. Es besitzt nämlich eine Temperatur von 300 Grad. Und durch das Runterkühlen verliert das Gas noch einmal Kondensate, wie zum Beispiel Wasser oder aber auch Teer. Und die Dichte ändert sich, das heißt, das Gas wird zündwilliger. Das Ganze wird dann gemischt mit Luft und landet dann hier in der Gasschleuse. Und das ist auch der Clou. Die Gasschleuse hat ein 30% größeres Volumen, als vom Motor angesogen wird. Ihr seht das hier. Das heißt, der Kolben geht nach vorne, saugt das Gas-Luft-Gemisch hier rein. Und da das Volumen größer ist, gelangen keine Schwebstoffe in den Motor hinein. Das heißt, der Motor bleibt nahezu sauber. Und durch das größere Volumen, wenn dann auch das Gas in den Zylinder hineingeleitet wird, habe ich hier eine höhere Geschwindigkeit als die Ansauggeschwindigkeit, also auch da werden dann Partikel, die, falls sie denn dann hier drin sind, vorne mit in den Zylinderkopf hineingerissen und dann auch verbrannt. Das Schöne ist auch der Abstand, also wir sehen das hier nochmal, der Abstand ist auch so gewählt, dass wenn mal in den Einlassschlitzen mal Öl zum Tragen kommt, dass sich das nicht mit Staub wie zum Beispiel Kohle etc. dann auch vermischt. Also von daher wurde dieser Abstand dann auch gewählt. Die Gasschleuse, seht ihr schon, ist ein wirklich tolles Teil gewesen, was dann natürlich auch die Thematik Holzgas nach vorne getragen hat. Anders sah es natürlich bei den Maschinen aus, die nachträglich umgebaut werden mussten. Das ist das Schemata hier unten. Die besaßen keine Gasschleuse. Ab 1941 wurden die 20-25 PS Bulldogs dann auch ausgeliefert. Die hatten die normale Typenbezeichnung, wie zum Beispiel der 25 PS Ackerluft Bulldog D7506 mit dem Zusatz Gas. Ab 1942 folgten dann die großen Bulldogs, also ab 35 bis 55 PS. Die hatten alle eine Gasschleuse und da gab es die Schwierigkeiten mit der Verschmutzung nicht. Aber wie sah es jetzt bei den ganzen Fahrzeugen aus, die bereits schon verkauft waren und die aufgrund der Kraftstoffknappheit umgerüstet werden mussten? Da gab es dann unterschiedliche Umrüstsätze dafür. Nichtsdestotrotz musste dann das Gas nochmal stärker vorgereinigt werden, um möglichst wenig Schwebstoffe dann auch in das Kurbelgehäuse mit einzusaugen. Denn bei den Maschinen war es natürlich so, sie hatten keine Gasschleuse, dann ist das Gas-Luft-Gemisch über das Kurbelgehäuse eingesogen worden. Da gab es dann noch weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel ein anderes Filtersieb, welches unten im Kurbelgehäuse auch drin saß, um dann auch grobe Verschmutzung fernzuhalten von dem Ölkreislauf. Also da gab es vielerlei unterschiedliche Änderungen, auch zum Beispiel die Gasregelung hier bei so einem 20-25 PS Bulldog, das musste auch geregelt werden, das hat man mit einem Fliehkraftregler gemacht, der dann zum Beispiel hier bei der Ventilatorwelle draußen draufgesetzt wurde. Ab 1943 kamen die sogenannten Rheingas-Bulldogs auf den Markt. Das waren Fahrzeuge, die nicht nur nach dem Zweistoffverfahren arbeiteten, sondern auch ausschließlich mit Gas betrieben werden konnten. Daher auch der Name. Konstruktiv waren sie schon anders, sodass sich auch die Typenbezeichnung änderte. War zum Beispiel noch bei 25 PS Bulldog in der Zweistoffvariante die Typenbezeichnung D7506 Gas. So war es in der Rheingas-Variante die Typenbezeichnung D7006. Änderungen erfuhren auch die Hubräume. Man wollte die Leistungseinbußen, die man mit dem Holzgasbetrieb an dem Fahrzeug auch hatte, so ein bisschen wettmachen und hat dadurch auch die Hubräume erhöht. Und so erhielt der 25 PS Bulldog statt der 4,7 Liter Hubraum einen 7,3 Liter Hubraum in der Rheingas-Variante und die 10 Liter Bulldogs, also die normalerweise 10,3 Liter hatten, in der Rheingas-Variante einen Hubraum von 13,8 Litern. Und egal welche Variante es gab, ob ich jetzt einen Umbau-Bulldog hatte, einen Rheingas oder eine Zweistoffmaschine, die Regelung des Gases und dass der Motor nicht hochtut, die war schon ziemlich tricky. Ihr seht hier einmal untereinander dargestellt das Gasgestänge von der Zweistoffmaschine mit Gasschleuse und hier einmal von der Rheingasmaschine und das Ganze sieht schon ein wenig verwirrend aus. Sehr viele halt Gestängeteile. Letztendlich dienen beide Konstruktionen natürlich nur dazu, dass wenn die Enddrehzahl erreicht ist, dass die Kraftstoffzufuhr minimiert wird oder aber auch dann, wenn die Maschine im Leerlauf ist, dass die Leerlaufdrehzahl gehalten wird. Das heißt, die Gestänge sind untereinander verbunden, also einmal vom Gas her und dann natürlich auch einmal vom Kraftstoff. Wenn wir jetzt hier bei der Zweistoffmaschine einmal schauen, dann sehen wir hier den Regulierkeil und der ist dann über das Gestänge dann mit der Drosselklappe verbunden. Also das regelt dann die Gaszufuhr und das Ganze wird dann hier über die Drehzahl vom Motor geregelt. Das gleiche auch bei der Rheingasmaschine. Hier ist auch wieder die Drehzahlregelung. Ihr seht hier auch wieder einmal die Kraftstoffpumpe und dann natürlich auch die Drosselklappe, um dann auch die Gaszufuhr zu drosseln. Und dieses Gestänge, das habe ich im Original da, das schauen wir uns mal an.
Auch im Original wirkt das Gestänge ein wenig verwirrend. Das hier ist abgegangen. Das muss da vorne nur wieder angeschweißt werden. Das ist die Betätigungsstange für die Drosselklappe, für das Holzgas. Und die ist nun wiederum mit dieser Stange verbunden. Und hier vorne von der Stange aus geht es dann zum Regulierkeil der Kraftstoffpumpe. Und so habe ich dann beide Kraftstoffarten miteinander verbunden und kann dann auch entsprechend regeln. Das ist ein Teil eines Gasgestänges von einem D7506 Gas, also einer Zweistoffmaschine. Die Holzgasmaschinen wurden gebaut bis 1945 und danach wurden sie dann schrittweise wieder auf Gasöl, also sprich Dieselbetrieb, dann auch umgestellt. Und wenn ich mir vorstelle, die Reingasmaschine mit 40 PS, der D9006 hatte nach dem Umbau eine Leistung von 63 PS. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt cool dich. Tschüss.